Volk Gottes, guten Morgen. In den Apostelgeschichte 16, Kapitel 16, Vers 25 und 26, wir lesen, dass der Apostel Sila und Paulus sind im Gefängnis. Die sind mit den Händen gebunden und in dem tiefsten Kerker geschlossen. Und man sieht so und sagt, es gibt keine Hoffnung für den. Aber Apostel Paulus und Sila hatten die Hoffnung in ihre Herzen. Die haben angefangen, Gott zu loben und zu preisen, da, in dem tiefsten Kerker. Die haben angefangen, Gott zu vertrauen. Und die haben gesagt, egal wie die Situation ist, wir fangen an, ihn zu loben. Und wisst ihr, was ist passiert? Alle Türen sind geöffnet und alle Ketten sind gefallen, weil Gott die Ehre genommen hat. Und die Situation ist geändert. Alles. Die Gefängniswächter ist zu Jesus gekommen und ganze ihre Familie. Alle Gefängnismitglieder sind zu Jesus gekommen. Und die, was in Gefängnis die gebracht haben, sind gekommen und um Vergebung gebeten haben. Aber wie hat das alles angefangen? Mit dem Lobpreis. Mit dem Lobpreis. Und ich ermutige dich. Fange heute an, dein Gott zu loben und zu preisen. Warte nicht, dass die Situationen ändern und dann lobst du den Herrn. Nein, fang heute, jetzt. Lobe den Herrn mit deiner Seele, lobe den Herrn und du wirst sehen, alle Gefängnisse werden geöffnet, alle Ketten werden gefallen und Gott wird große Ehre nehmen und dich in höhere Niveau bringen, in höhere Plätze bringen, in dem gesegneten Land bringen. Gib Gott deine Ehre und fang heute ihn zu loben. In Jesus' Namen. Amen. Und ich bete jetzt, dass sein Geist der Lobpreis in dir kommt. Dass du entscheidest, inmitten von dieser Situation, wo du bist, Gott zu ehren und zu loben und alle Ketten in deinem Leben durchzubrechen, alle Mauer in dein Leben zum Fallen in Jesus' Namen und den Namen des Herrn groß zu werden in dein Leben. Ich segne dir und deine Familie heute in Jesus' Namen. Du sollst heute und für immer gesegnet sein. Sei gesegnet.